Hallo neue Helden, hallo neuer Held. Herzlich willkommen im D9 Helden Adventskalender und mein besonderer Gast heute ist Dr. Doris Schmack. Sie ist absolute Expertin für regenerative Energien und dabei absolut hands-on. Als Chemikerin und Unternehmerin kann sie eben nicht nur darüber reden. Ihre Mitarbeiter sagen, ein bisschen musst du schon die Welt retten, sonst kommst du bei Doris nicht weiter. Dass das stimmt, beweist zum Beispiel die besondere Auszeichnung, die sie erhalten hat. 2017 wurde sie im Deutschen Museum in München mit der Rudolf-Diesel-Medaille in der Kategorie Nachhaltigste Innovationsleistung ausgezeichnet. Sie ist definitiv jemand, die anpackt, anstatt viele Worte darum zu machen. Und daher freue ich mich ganz besonders, dass sie sich heute Zeit für den Podcast genommen hat, um uns ihre mentale Haltung und Insights mit uns zu teilen. Liebe Doris, schön, dass du da bist und bitte stell dich den neuen Helden doch noch etwas genauer vor und erzähl uns bitte, wie du zu all dem gekommen bist. Hallo, ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Also tatsächlich wusste ich ja nicht so genau, wieso die Wahl auf mich gefallen ist. Aber ja, die Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, waren auf jeden Fall klasse. Und ich verstehe auch ein bisschen, wieso ihr mich gewählt habt. Also ich habe bisher ganz viel in erneuerbaren Energien gemacht. Das ist so, ich fange mal nach meinem Studium, also das war die Zeit, in der Anti-Atomkraft-Bewegung war und auch die das erste Mal über Klimakatastrophe gesprochen wurde, Waldsterben und so weiter. War mir klar, ich will auf jeden Fall was machen, womit man die Welt besser machen kann. Dass ich jemals damit auch Geld verdiene, war für mich eher sekundär. Also ich habe begonnen, Chemie zu studieren, um die Prozesse zu verstehen. Habe das dann auch gemacht und in der Zeit nach meinem Studium oder während der Doktorarbeit auch, haben wir dann zusammen mit meinem Mann und zwei seiner Brüder die erste Umwelttechnologiefirma, die Schmack Biogas GmbH, gegründet und uns auf Biogasanlagen fokussiert. Ich habe nebenbei noch Doktorarbeit gemacht. Ich habe in der Da wart Zeit ihr ja noch. eine der ersten, ne? Also da wart ihr Vorreiter bei dem Thema, oder? Ja, also es gab schon aus einer vorangegangenen Biogaswelle so ein paar Einzelkämpfer, so Pioniere. Aber als so organisierte Firma waren wir mit bei den ersten dabei, auf jeden Fall. Es sind in Norddeutschland welche entstanden, aber auf jeden Fall hat uns das gut gefallen und gut getroffen und wir konnten es auch gut. Mein einer Schwager hat den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen. Wir hatten also diesen landwirtschaftlichen Faktor. Der andere hat gerade Architektur studiert, kannte sich also ein bisschen mit Bau aus. Mein Mann war Mikrobiologe und ich als Chemikerin, also wir waren schon mal ein ganz rundes Team und jeder hatte auch noch seine Beschäftigung. Und wir waren nicht darauf angewiesen, sofort Geld damit zu verdienen. Das ist ja auch so was, man kann nicht eine Firma gründen und meinen, vom ersten Tag weg ernährt die einen komplett und auch alle Familien mit, sondern man muss erstmal ganz schön investieren und durch diese Anfangsphase auch durch. Wir sind in eine gute Zeit gekommen, also es begann dann auch wirklich Energiewende. Die ersten Photovoltaikanlagen, die ersten Windanlagen und eben die ersten Biogasanlagen wurden gebaut. Es kam 2002, ganz wichtig für uns, das Erneuerbare Energiengesetz, das die Branche in den Boom versetzt hat. Und damit kam auch schnelles Wachstum der Firma. Für mich persönlich ist es dann noch ein bisschen, ja, gab es auch Rückschläge. Ich habe während der Doktorarbeit schon zwei Kinder gekriegt, recht kurz hintereinander. Die waren gerade 5 und 6 Jahre alt, als mein Mann starb. Das heißt, ich musste noch mal neu justieren und natürlich weiterarbeiten, weil also als so junge Witwe bekommt man ja auch keine Witwenrente, 13,50 € irgendwas. Also man muss erst mal gucken, wo kommt die Kohle her, womit verdient man sein Geld, wie kriegt man die Kinder organisiert und auch, wie schafft man stabiles Umfeld für die Kinder nach diesem ja durchaus schockartigen Erlebnis. Also von daher stand die Firma erst mal hinten an und ich habe immer natürlich Vollzeit auch gearbeitet. Habe aber die Führung ein Stück weit abgegeben, habe mich hinter andere Führungskräfte eingereiht, etliche Jahre lang, bis ich gemerkt habe, dass mir das auch nicht so gut liegt, wenn die Führungskräfte nicht wirklich gut sind. Dann lieber selber machen.
lieber wieder selber gemacht habe. Ich habe die unterschiedlichsten Abteilungen bei uns geleitet, mal die Genehmigungsabteilung, mal den technischen Service, aber sehr stark natürlich auch das Labor. Und sobald wir uns eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung leisten konnten, immer die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Wir sind dann auch mal in eine Insolvenz gegangen. Das ist ja auch was, was viele Leute wahnsinnig abschreckend finden. Wir hatten Glück, wir sind dann komplett übernommen worden von Viessmann, der gesamte Betrieb. Und auch da bin ich weiter in dieser Forschungs- und Entwicklungsrichtung geblieben und habe meinen Bereich eigentlich eher erweitert und dann auch über Energiesysteme insgesamt und Heizsysteme und die Kombination von Sektoren nachgedacht. Also es war dann nicht mehr nur Biogas. Ganz viel haben wir dann im Bereich von Power to Gas gemacht, also eine Speichertechnologie für erneuerbaren Strom, die gut mit Biogasanlagen kombiniert werden kann. Also schon wieder zum Thema passend. Ja, und dann ist, also obwohl so klar ist, dass in dem Thema viel passieren muss und obwohl auch sehr viel gesprochen wird in der Öffentlichkeit, ist, wenn man arbeitet in diesem Sektor, merkt man, dass ein irrsinniger Stillstand herrscht in Deutschland seit 5, 6 Jahren und eigentlich kaum etwas Neues umgesetzt werden kann. Warum hängt es gerade aus deiner Sicht so? Oder warum ist da Stillstand? Es wird nichts an der Regulatorik geändert. In Deutschland neigt man dazu immer sehr stark, das Zielbild erstmal zu haben. Also man will wissen, wie das Energiesystem 2050 ausschauen soll. Und darüber diskutiert man erstmal. Und erst wenn man das weiß, dann fängt man an, die Dinge umzusetzen. Ich will das gar nicht beurteilen, aber auf jeden Fall widerspricht das komplett meiner Herangehensweise. Ich würde erstmal sehr viele Dinge gleichzeitig ausprobieren und riskieren, dass 80% davon Müll sind oder auch wieder in der Versenkung verschwinden. Aber ich glaube, dass man nur so die 20% rauskriegen könnte, die es am Ende auch richten können. Also jetzt wird ja gerade viel über Wasserstoff gesprochen und so wie die politische Richtung jetzt aussieht, wird der wohl alles oder zu sehr großen Teilen in die Stahlindustrie und in Raffinerien gehen. Damit sind natürlich sehr viele kleine Wasserstofftechnologien, die es heute kaum noch gibt, erstmal außen vor. Damit auch unsere Technologie, diese Power-to-Gas-Technologie. Ja, und das ist so ein Grundsatz. Also ich glaube nicht, dass ich schnell aufgebe. Man kann dicke Bretter schon auch bohren oder Wände durchbrechen. Aber irgendwann war dann auch der Punkt erreicht, wo ich mir dachte, nee, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich ändere jetzt mal die Richtung. Habe diese Geschäftsführung auch abgegeben, gut sortiert mit einem Kollegen, den ich sehr schätze. Also wir haben innerhalb dieser Viessmann-Firmen umstrukturiert. Und er leitet jetzt die Schmack Biogas mit meiner Erfindertruppe, die hat er noch mit dazu gekriegt. Und ich bin noch dabei beim Team, ich bin beratend tätig, so 2 Tage die Woche und habe mich aber auch jetzt engagiert in der Kommunalpolitik. Ja, du hast ja zu mir im Vorfeld gesagt, du möchtest tatsächlich nicht nur das Energiethema lösen, ne? Das ist ja etwas, was dich schon seit Jahren umtreibt. Du hast gesagt, du möchtest auch das Demokratie-Thema lösen. Da habe ich natürlich leuchtende Augen bekommen für neue Helden, weil ich finde, das Beispiel, was du da zeigst, ist wirklich enorm. Erzähl mal, was du getan hast. Also erstmal noch zum Energiethema. Ja. Das war wirklich die ersten 20 Berufsjahre für mich absolut bestimmend, weil das Demokratie-Thema lief ja. Also wir hatten eine Gesellschaft, die sich grundsätzlich einig war über bestimmte Werte. Irgendwann ist das gekippt und es sind komische Autokraten, komische Wahrheitsverleugner irgendwie nach oben gekommen. Und ich dachte mir wirklich, also das ist eine Bedrohung, die für unser Leben auf jeden Fall gleichzusetzen ist mit dem Klimawandel. Das heißt, ein anderes Klima, was sich da wandelt. Ein anderes Klima, das sich ändert. Ja. Und man muss sich in diesem Gebiet auch engagieren. Und dann habe ich einfach bin zum Treffen der Grünen Partei gegangen, hier in meiner Heimatgemeinde Lappersdorf im Norden von Regensburg, 15.000 Einwohner. Wurde auch gleich auf der Liste aufgestellt, dann auch auf Listenplatz 1 und bin jetzt nach einem Jahr politischer Aktivität oder erst nach 15 Monaten politischer Aktivität, jetzt bin ich eigentlich seit Mai 3. Bürgermeisterin und bei uns in der Gemeinde auch
Beauftragte für Energie und Umwelt. So dass du auch wieder beide Themen sogar miteinander vereinen kannst. Also du kannst zumindest im Kleinen bei euch so das Energie- und Umweltthema angehen. Das ist natürlich schon mein Thema. Es gibt auch andere Themen. Ich finde auch das Engagement oder die Unterstützung für Alleinerziehende ist ein ganz wichtiges Thema, wo ich sicherlich auch gut nachvollziehen kann, wie es den Leuten geht. Aber meine eigentliche Leidenschaft ist dieses Klimaschutz-Energie-Thema. Das will ich hier auch umsetzen und das, ich merke auch im Moment, wie mir das gut tut, dass natürlich in diesem kleineren Bereich, vorher war ich ja sehr viel dann auch in Berlin, der großen Politik, wo man gefühlt ganz, ganz wenig bewegen kann. Hier geht es auch langsam. Verwaltung ist auch was, was langsam ist, wenn man aus der Wirtschaft kommt. Aber es lässt sich umsetzen. Man merkt die Erfolge. Hast du mal ein Beispiel für uns, für einen Erfolg oder Schritte, die ihr geht? Ja, zum Beispiel haben wir jetzt Nahwärmenetz, werden wir installieren an der Schule mit Wirtshaus, mit Kindergarten, mit Kirche, mit Altenpflegeeinrichtung, wo vorher noch angedacht war, jedes Gebäude einzeln zu versorgen und zwar mit Erdgas. Das können wir jetzt mit heimischen Hackschnitzeln machen. Also es ist noch nicht letztendlich entschieden, falls meine Kollegen zuhören, aber der Weg geht ganz klar dahin. Wir haben eine ökologische Bauleitplanung, die wir in den nächsten Wochen verabschieden werden. Wir können uns Radwegenetz ertüchtigen. Also das sind so Dinge, wo man relativ schnell auch Dinge bewegen kann. Gerade beim Radwegenetz ist so ein Beispiel, wo natürlich viele Leute dann kommen, wenn sie wissen, du bist in Verantwortung, wieso ist hier kein Fahrradständer und da kein Radweg und wieso gibt es hier keine Spur für die Fahrradfahrer? Und sagt, ja, wir müssen die Punkte sammeln, dann haben wir es ja und dann besprechen wir es ja mit der Polizei oder mit unserem Bauhof und dann können manche umgesetzt werden und bei anderen spricht vielleicht was dagegen. Aber irgendwo, lass uns anfangen, lass uns das sammeln und konkret werden. Und ich finde ja bei dir spannend, also zumindest habe ich das nicht mitbekommen, aber du hast jetzt nicht schon jahrzehntelang ein Parteibuch und wirst dann jetzt mal so aktiv. Und ich erlebe das bei vielen neuen Helden da draußen ja möglicherweise auch, dass sie sagen, also hier gefällt mir was nicht, aber sie haben noch keinen Zugang zu irgendwie zur Politik gehabt, waren noch nie aktiv, haben vielleicht auch keinen Vater, keine Mutter, keinen Freund, der da irgendwie einen Zugang hat und überlegt sich jetzt, ne, was ist das für eine Hürde, da irgendwie aktiv zu werden? Was würdest du solchen Helden sagen? Wie geht das? Was muss man tun? Also man muss sich im örtlichen Anzeiger raussuchen, wann die Versammlung ist. Also jetzt in Corona-Zeiten ist es vielleicht ein bisschen schwer, aber mehr ist es nicht. Oder ich bin tatsächlich erst, ich sympathisiere schon lange mit den Grünen. Ich habe es nicht gemacht, ich bin erst in die Partei eingetreten und dann zum ersten Treffen gegangen. Aber die Reihenfolge ist völlig egal. Das wird überall veröffentlicht und man kann einfach mal hingehen oder vielleicht vorher mit dem Verantwortlichen telefonieren. Das ist ja auch spannend, weil dann im Kommunalwahlkampf steht man ja auch ganz klassisch vor dem örtlichen Edeka-Markt am Stehtisch und versucht, die Leute zu begeistern. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, ich wundere mich schon lange, dass die Grünen hier nicht aktiver sind. Und ich mir denke, ja, wer sind denn die Grünen? Ich war vorher, ich hatte keine Zeit. Meine Kinder haben erst nochmal Abitur machen müssen. Ich habe mich jetzt erst ehrenamtlich engagiert, nachdem meine Kinder sicher im Studium angekommen sind. Vorher, glaube ich, wäre es vermessen gewesen. Aber die so dumm fragen, hätten vielleicht schon lange Zeit gehabt. Ein Stehtisch aufstellen hätte funktioniert wahrscheinlich. Ja? Stehtisch aufstellen oder es gibt ja unterschiedliche Leidenschaften. Wir haben ja auch hier Parteikollegen, die sehr stark fürs Tierwohl kämpfen, deren Fokus dann eher drauf liegt, hier diese Kastenstände aufzuzeigen. Oder kann auch gesellschaftlich sein. Aber wenn mich was stört, hilft Schimpfen meistens wenig. Also es wird es nicht verändern. Das würde zumindest einen Teil vielleicht unseres Demokratieproblems lösen, wenn sich da mehr Menschen engagieren. Ich mag noch mal kurz zurück mit dir zum Thema Energiethema, weil du dich da auch so verdammt gut auskennst, insbesondere bei den Regenerativen. Was können wir denn tun, so auch im Kleineren oder auch im Mittelgroßen, um uns für dieses Energiethema zu engagieren?
Fällt dir da was ein? Also gibt es ein Thema, auf das wir setzen könnten? Also jeder Einzelne, finde ich, kann schon ein paar Euro mehr ausgeben und auf Naturstrom umstellen, also erneuerbaren Strom. Bei der Wahl seiner Heizung, also nur weil es vielleicht im Moment ein bisschen billiger ist, das über die Jahre gerechnet ist das gar nicht mehr so, ist es eigentlich völlig indiskutabel, heute nochmal eine neue Ölheizung einzubauen oder sogar nur eine Erdgasheizung einzubauen. Ich müsste das auf jeden Fall kombinieren. Bei Mietwohnungen ist es schwieriger, aber auch hier kann man schon mal nachfragen, wo kommt meine Wärme eigentlich her, wenn ich mit meinen Bekannten spreche. Die wissen das oft gar nicht, mit was sie heizen, also gerade in den Münchner Miethäusern. Dann vielleicht schon auch gucken, ist es Fernwärme hier vom Müllheizkraftwerk oder haben wir wirklich auch noch die Ölheizung im Keller stehen? Da kann man ruhig auch mal den Vermieter ansprechen. Dann ist natürlich das Auto ist das leidige Thema. Also ich verstehe dieses Statussymbol Auto nicht. Mich erinnert das immer an gepuderte Perücken oder so, die auch kein Mensch gebraucht hat, aber trotzdem wichtig waren, um zu zeigen. Das schafft sich zum Glück als Statussymbol, glaube ich, mehr und mehr ab. Ja, aber man dürfte es ja auch mehr in Frage stellen. Ich würdige schon diese Rolle, die die Autoindustrie für Deutschland hat, natürlich auch für unseren Wohlstand. Ich will das auch nicht kleinreden, aber ich verüble der Autoindustrie, dass sie so lange sich der Innovation widersetzt hat. Denn das gefährdet eigentlich unseren Wohlstand. Nicht, dass sich die Welt ändert sich immer, sondern dass diese wichtigen Player nicht rechtzeitig mit der Änderung der Welt mitgegangen sind. Ja, okay. Und neben dem Energiethema, was du ja lösen möchtest oder weiter pushen möchtest, und dem Demokratiethema hast du eben auch noch gesagt, eigentlich müssten wir ja auch noch das Frauenthema lösen. Was meinst du damit? Ja, dieser Zustand, dass Frauen einfach nicht in die Führungsrollen gehen. Ich will gar nicht so sehr sagen kommen, weil ich glaube tatsächlich, dass Frauen dort auch ankommen könnten. Also dass nicht so sehr von den Männern behindert wird, sondern dass Frauen einfach nicht aktiv nach der Führung greifen. Und wie wir das lösen, weiß ich nicht. Aber du hast ja ganz viel Führung übernommen. Was würdest du denn so jungen Frauen sagen, wie sie das am besten tun können? Einfach keine Angst haben. Also ich bin, glaube ich, jemand, der generell wenig Angst hat zu scheitern. Ich bin auch jemand, der wenig Angst hat, sich zu blamieren. Das ist ja etwas, wo viele wirklich nicht damit umgehen können. Und sagen, ja, jetzt mache ich das und das. Und dann denken die, dann stelle ich mich blöd an. Und dann, das ist alles völlig egal. Und Männer denken so auch nicht. Männer sind einfach überzeugt, wenn es schiefgelaufen ist, bin auf jeden Fall nicht ich schuld, sondern irgendwelche Umstände. Frauen sind fast immer der Überzeugung, dass sie schuld sind. Nein, Frauen können das sehr gut. Sie können ja auch führen im sozialen Bereich, im häuslichen Bereich. Also wer eine Schulklasse führen kann mit pubertierenden 15-Jährigen. Unternehmen ist auch nur Kindergarten. Der kann auf jeden Fall auch im Unternehmen führen. Denn da sind die Leute ja schon sehr viel reflektierter, sehr viel williger auch mitzuhelfen. Also ein Lehrer ist ja auch nichts anderes als eine Führungskraft und es gibt wahnsinnig gute Lehrerinnen. Problem ist, in Anführungsstrichen, das Problem ist eher in uns Frauen, dass wir uns nicht trauen und dass wir solche Rollen nicht aktiv aufsuchen. Also es ist schon beides. Es ist, dass man sich nicht traut und ab einer gewissen Ebene habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass es auch wirklich der Widerstand der Männer ist. Das war bei mir jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Also ich hatte auch Führungskräfte, die wirklich der Meinung waren, ich sollte jetzt einfach daheim bleiben und mich ganz um meine Kinder kümmern, weil Kinder das brauchen. Das war die Argumentation. Das war die Argumentation. Anstatt, also, dass sie gesagt haben, oh, die Frau wird mir vielleicht gefährlich auf meiner Ebene. Das Gefährlich-Thema habe ich auch mitgekriegt. Oder das Geringschätzungsthema. So diese Frau arbeitet anders, als wir das tun. Gerade Ingenieure sind ja schon auch eine relativ homogene Gruppe, die viele Dinge komisch finden, wie Frauen sie machen. Also, und das fängt ja schon an beim empathischen Umgang mit Mitarbeitern.
Also es ist eine andere Welt und es ist schade, dass diese Welten so wenig zusammenfinden, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass sich das bereichern würde. Ganz sicher. Ich glaube auch, dass in vielen Unternehmen es tatsächlich schon sehr starke Veränderungen in eine positive Richtung gegeben hat, wo Männer und Frauen miteinander mitziehen. An vielen Stellen gibt es, glaube ich, mittlerweile auch sehr empathische männliche Führungskräfte. Also ich sehe immer mehr Diversität, was das angeht in Unternehmen. Ich glaube, es gibt immer noch so ein paar klassische, sehr extrem hierarchische Unternehmen, wo auch autoritär geführt hat, wo auch ich noch sehr viele Männer in den höheren Hierarchien alleine sehe. Es gibt zum Glück schon viele andere positive Beispiele, so will ich das nennen. Manchmal stehen aber ein bisschen muss ich auch die Männer verteidigen, denn bei mir war es tatsächlich auch so. Ich glaube, Frauen können Frauen einfach leichter beurteilen und Männer können Männer leichter lesen. Ich hatte durchaus Abteilungen, wo ich wahnsinnig viele Frauen eingestellt habe, einfach weil ich die im Bewerbungsgespräch viel leichter einordnen konnte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es den Männern genauso geht, dass die einfach ihr männliches Gegenüber gut einschätzen können und sich bei einer Frau eher schwer tun. Also wir hatten dann auch so eine Frauenquote ja von 80%. Das war dann in die andere Richtung. Okay, das heißt also, wenn Männer einstellen, sollten sie sich von Frauen helfen lassen und wenn Frauen einstellen, sollten sie sich auch von Männern vielleicht helfen lassen und so die Zweitmeinung einholen. Ne? So, ja, das wäre sicherlich hilfreich. Das wäre doch mal ein Ansatz. Heißt natürlich, dass man sich schon vorher auf so einen Teamansatz innerlich verständigt hat, aber dann glaube ich, wäre das eine schöne Art. Ja. Ja. Wir haben ja auch so einen Recruiting-Podcast. Ich glaube, das ist Türchen Nummer 12 oder Nummer 11. Und da geht es um, ja, da müsste man im Recruiting doch auch immer noch so ein Männlein-Weiblein drin haben, um gute Einschätzungen zu haben. Fände ich auch sehr gut. Ja, du warst ja viele, viele Jahre Führungskraft, Doris. Was ist denn so dein Führungsmotto, was du den neuen Helden mitgeben magst? Also neben dem, dass es nicht nur ums Geld, sondern auch ums Weltretten geht. Wir haben ja vorher ein bisschen darüber gesprochen schon, was Führung ausmacht. Und meine Philosophie ist ja schon, dass man als Führungskraft in einem gewissen Sinne faul sein sollte. Das hilft ungemein, wenn man nicht das Gefühl hat, man muss alles selber tun, sondern ich übergebe so viel wie möglich meinen Mitarbeitern. Das ist auch Wertschätzung für die Mitarbeiter und das zeigt, ich traue dir das auch zu. Ich muss dann natürlich, wenn was schief geht, was unweigerlich passieren wird, muss ich natürlich reinspringen und alles dafür tun, meine Mitarbeiter zu helfen und ihnen wieder zu unterstützen und aus der verfahrenen Situation wieder rauszukriegen. Aber erstmal kann ich dann auch sehr viel laufen lassen und es habe dann sehr viel mehr Zeit auch für neue Strategien. Also bei mir war das sehr wichtig, weil ich natürlich eben mit diesem Alleinerziehend- und Kinderthema sowieso darauf angewiesen war, dass mir möglichst viel abgenommen wird. Aber ich glaube, dass das für jeden hilfreich ist, erstmal die Leute, die man ja auch entwickeln will, machen zu lassen und dann erst zu gucken, ob es schiefgegangen ist. Kann ich absolut unterstreichen, weil ich denke, viele Mitarbeiter bekommen gerade keine große Spielwiese oder erleben es, dass wenn, in Anführungsstrichen, der Chef mal wieder ein Erfolgserlebnis braucht, so was Praktisches, dass er dann irgendwas selbst macht, was doch eigentlich die eigene Aufgabe gewesen wäre. Oder dass andersrum ja viele Chefs, auch Bereichsleiter noch sagen, naja, das folgende Fachthema, ich kann es nicht ganz loslassen und dann habe ich den Teil halt gemacht, weil es mich so fasziniert. Aber der Mitarbeiter denkt möglicherweise, das ist doch eigentlich mein Bereich, warum hat mir das der Chef jetzt abgenommen? Traut er mir nicht? Ja, ist das, kann ich das wohl nicht? Oder was steckt dahinter? Ja, und ich glaube, so, ja, diese Faulheit ermöglicht es uns als Führungskräften wirklich abzugeben, auch die Dinge, die schön sind, auch die Dinge, die schöne Erfolgserlebnisse ermöglichen. Ja, das kann man ja schon. Man kann ja auch immer sagen, also ich weiß, es ist dein Part, aber ich hätte gerade ein bisschen Luft. Also wenn ich das oder den Punkt für dich schreiben soll oder machen soll, dann sag doch Bescheid. Dann hat man es umgedreht. Dann kriegt man die Aufgabe vom Verantwortlichen zugeteilt. Und wenn das Verhältnis stimmt, dann geht das auch. Dann geben die einem das durchaus auch. Ja, mit so viel Offenheit ist dann auch Führung noch leichter.
Ja, du weißt ja, Doris, wir sind ja in diesem Adventskalender. Auch du stehst vor einem Türchen und hast hinter deinem Türchen wahrscheinlich so ein Stückchen Schokolade. Was für eine Art von Schokolade hast du den neuen Helden mitgebracht? Ja, also ich will den neuen Helden mitgeben, sich einfach zu trauen. Mehr Geheimnis ist das nicht. Sich zu trauen, ohne immer Angst vor den Konsequenzen zu haben. Also ich habe ein Zitat von Sebastian Schweinsteiger, hat mich sehr berührt. Also ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber er hat gesagt, manchmal ist es auch schön, wenn du auf den Platz gehst und weißt, dass sie dich hassen. Wow. Und das ist, man muss es nicht so übertreiben, aber man braucht auch nicht immer davor Angst haben, dass einen die Leute jetzt blöd finden oder einem das ewig übel nehmen, dass man sich das so oder so verhalten hat. Einfach mal machen, vielleicht auch mal das negative Echo abholen, aber dann trotzdem wieder weitergehen. Das ist, glaube ich, die ganze Kunst. Wunderbar, weil das heißt nämlich auch, wenn einen einer hasst oder wenn man zumindest einen hat, der einen nicht so gut findet, dann hat man schon einen Unterschied gemacht. Ja, man hat schon irgendwie, was hat man bewirkt, irgendwas hat man nach draußen gegeben. Ja, und das kann ja schon auch Spaß machen. Also das mit dem Hassen ist ein sehr negatives Wort. Aber wenn man was ausprobiert und weiß, man verstößt gegen diese oder jene Regel. Aber es ist jetzt wichtig, weil man muss es tun. Also ein Spruch, den ich auch immer hatte für meine Mitarbeiter, jetzt machen wir mal und dann schauen wir mal und holen uns gegebenenfalls den Anschiss ab. Vielleicht haben wir ihn dann verdient, vielleicht kommt er aber auch gar nicht. Meistens kommt er gar nicht. Meistens kommt er gar nicht. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Doris, dass du heute für diesen Podcast Zeit gefunden hast. Zumindest ich fühle mich sehr, sehr inspiriert, ganz vieles einfach anzupacken. Und ich nehme von dir absolut mit, da bin ich mit den neuen Helden ja auch unterwegs, so ein bisschen Welt retten muss ja wohl sein. Ja, und mindestens ein Thema sollten wir uns doch alle vor die Brust nehmen. Du hast so viele von da. Vielen, vielen Dank, dass du als Vorbild da vorangehst und dass du heute Zeit hattest. Sehr gerne, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, liebe neue Helden, ihr habt es gehört, es geht so einfach. Einfach machen. Vielleicht ist schon heute Abend ein Gedanke bei dir, den du heute Abend schon umsetzt, eine Mail zu schreiben oder dich für ein Treffen anzumelden oder dich zu informieren zum Thema Energiethema, um dann eine andere Entscheidung zu treffen. Einfach machen. Und du weißt, es ist Adventskalenderzeit. Auch morgen geht hier wieder ein Türchen auf im Die Neuen Helden Adventskalender. Von daher, pack was an und wir hören uns morgen wieder. Gemeinsam gestalten wir die Welt.